Ja, schön, dass ihr noch einmal da seid zum gemeinsamen Lehrreden besprechen. Und das letzte Mal haben wir ja begonnen mit dieser epischen Lehrrede, die die ganze Verbreitung des Dhamma eingeläutet hat. Dhammacakka Pavattana Sutta, in der wir ganz live mit verfolgen können, wie der Buddha das Rad des Dhamma in Gang gesetzt hat. Und wir haben das letzte Mal ja alles im Rahmen der Besprechung der vierten edlen Wahrheit mittlerweile schon, wo wir den Weg erklärt bekommen, der zum Ende von Dukkha führt. Auch in dieser Lehrrede wird der Buddha das zum ersten Mal tun. Und wir sehen das letzte Mal schon drauf, haben uns schon damit beschäftigt, warum der Buddha hier am Anfang die ersten beiden Punkte, die ihm wichtig sind, hier erklärt als die beiden Extreme, die es zu vermeiden gilt, weil er das hier ja auch sehr spezifisch an das Publikum angepasst hat, seine fünf früheren Mitasketen oder Asketen, Schüler oder Bewunderer, die sich dann ja von ihm enttäuscht abgewendet haben, nachdem er die damals durchaus übliche Schmerzens- und Körperfasten und Körper Niederzwing Askese aufgegeben hat, wenn das interessiert. Und das gibt es ja zum Beispiel in der edlen Suche oder in anderen Lehrreden sehr eindrückliche, ergriffen machende Beschreibungen verschiedensten uns jetzt, die wir jetzt ja quasi die Glückskinder in Sansara sind, denen das ja alles so mir nichts, dir nichts in den Schoß fällt. Uns kommt das vielleicht schon fast seltsam oder befremdlich vor, was der angehende Buddha da alles ausprobiert hat, bevor ihm dann der rechte mittlere Weg aufgegangen ist von Luftanhalte-Meditation zu verschiedensten Fastenübungen. Natürlich sollen und müssen wir das nicht alles nachmachen, aber wir können vielleicht trotzdem uns von der Vehemenz inspirieren lassen, mit der dieser junge Fürstensohn da wirklich alles Mögliche und teilweise Menschen Unmögliche ausprobiert hat, weil ihm so klar war, es muss da einen Weg rausgeben aus diesem Fiasko des der sansarischen Gefangenheit. Und zu unserem Glück, zu seinem natürlich auch, aber jetzt zu unserem Glück hat er dann ja den mittleren Weg entdeckt, von dem es heute auch vielleicht schon handeln wird. Aber erst möchte ich nochmal schauen, ob ihr Fragen habt, die seit dem letzten Mal aufgetaucht. Blend schon mal den Text ein, vielleicht fällt euch dann eher was ein noch vom letzten Mal. Wenn es nichts zu fragen gibt, dann lesen wir doch einfach weiter. Möchte jemand gerne vorlesen für alle? Ich glaube, wir sind wie weit gekommen. Entschuldigung, dass das da manchmal so rumspringt. Dem Handy gar nicht so einfach. Wer gibt sich einen Ruck und liest bitte vor? Ich lese gerne vor. Ab wo denn? Ab 3.1? Tja, wenn ich das jetzt so genau wüsste, lies mal ab 3.1 vor, genau. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und was ist dieser mittlere Weg, zu dem der Tathagata völlig erwacht ist und der sehend macht, wissend macht,
Zufrieden, Verstehen, Erwachen und Erlöschen führt? Es ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht oder effiziente, wörtlich gemeinsam auf einen Punkt zu steuernde, rechte Einstellung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechtes Mühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Ja, danke mal. Danke mal soweit. Vielleicht gibt es da ja was von eurer Seite zu klären. Das ist jetzt der mittlere Weg zwischen den beiden Extremen, der Sinnesschwelgung und Selbstzermürbung, der edle achtfache Pfad, den ihr alle sicher kennt, der normalerweise ja auch die vierte edle Wahrheit umfasst oder zum Ausdruck bringt. Und spätestens jetzt verstehen wir auch, warum der Erdenianer Bonica das hier ausgewählt hat, weil hier nämlich die vierte edle Wahrheit zum ersten Mal gelehrt wird. Soweit sichtlich nichts zu fragen. Ich meine, was jetzt jedes dieser Pfadlieder bedeutet, ist ja heute, denke ich, noch gar nicht Sinn und Zweck unserer Besprechung, weil das ja die nächsten Wochen und Monate uns noch im Einzelnen hier intensiv beschäftigen. Ne? Könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen, dass wir das dann eben dem Wort des Buddha-Buches folgend nach und nach aufrollen werden. Interessant ist hier mal sich zu merken, in welchem Kontext der Buddha das hier gleich in der ersten Lehrrede schon stellt. Dann lesen wir doch einfach weiter. Das ist dieser mittlere Weg, zu dem der Tathagata völlig erwacht ist und der sehend macht, wissend macht, zufrieden, verstehen, erwachen und erlöschen führt. Das, ihr Bikus. Entschuldige, mit Unterbrechung. Gibt es zu dieser Aufzählung vielleicht irgendwas erwähnens- oder Fragenswertes? Der mittlere Weg, zu dem der Tathagata erwacht ist. Das heißt, auch zu diesem Weg muss man natürlich erstmal erwachen, wenn es den Weg noch nicht gibt. Das ist ja das, was den Buddha so besonders macht, dass er zu diesem Weg erst aufwachen musste, um ihn uns dann auch zu zeigen. Ne? Und dass der Buddha jetzt seinen Asketen, Freunden diesen Weg eben auch schmackhaft macht, sehen wir an dieser Aufzählung von Eigenschaften, positiven Eigenschaften für Asketen, interessant klingenden Eigenschaften, die er hier aufzählt. Dass es zufrieden führt, zu verstehen, zu erwachen und zum Erlöschen. Sado, Sado. Das, ihr Bhikkhus, ist die edle Wahrheit über Dukkha. Geburt ist Dukkha, Alter ist Dukkha, Krankheit ist Dukkha, Tod ist Dukkha. Mit Unlieben verbunden sein ist Dukkha. Von Lieben getrennt sein ist Dukkha. Was man wünscht, nicht erreichen, ist Dukkha. Zusammengefasst, die fünf Erlebensfacetten unter dem Einfluss des Aufgreifens sind Dukkha. Ja, also die uns ja jetzt, denke ich, schon bekannte erste edle Wahrheit. Das, ihr Bhikkhus, ist die edle Wahrheit über Dukkha-Entstehung. Es ist jenes Verlangen, das mit Wiederdasein zu tun hat, mit Erfreuen und Gier einhergeht, sich immer dort und dort erfreut, nämlich Sinnlichkeitsverlangen,
Daseinsverlangen, Nicht-Daseinsverlangen. Punkt. Weiter. Das, ihr Bhikkhus, ist die edle Wahrheit über das Aufhören von Dukkha. Es ist eben jenes Verlangens restloses Aufhören durch Entleidenschaftlichung, Aufgeben, zerfallen lassen, sich befreien und nicht mehr kleben. Das, ihr Bhikkhus, ist die edle Wahrheit über die Übung, die zum Aufhören von Dukkha führt. Es ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Ansicht, also effiziente, wörtlich gemeinsam auf einen Punkt zusteuernde, rechte Einstellung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechtes Mühen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Ja, danke. Jetzt könnten wir kurz mal eine Pause machen, im Vorlesen. Vielleicht uns nochmal diesen Experimentalübersetzungen zu rechte Ansicht, rechte Einstellung widmen. Ich habe hier in Klammer geschrieben, effiziente, das habe ich schon ein paar Mal verwendet und vorgeschlagen, ist es auch schon ein bisschen interpretativ übersetzt. Und ganz wörtlich könnte dieses Samma, das ihr dann ja unten im Pali sehen könnt, Samadhi, Sammasankappa, das immer wieder vorkommt, kann es nicht nur recht oder gut heißen, sondern ursprünglich so etwas wie gemeinsam und eben auf einen Punkt zusteuern. Und das trifft es denn, denke ich, auch sehr gut, weil hier mit rechte Ansicht und Einstellung nicht immer nur gemeint ist, dass es eine gute und eine falsche gibt, sondern dass diese zum Beispiel rechte Ansicht erst dann ihr volles Wirkungspotenzial entfaltet, wenn sie in Verein mit den anderen sieben Pfadgliedern entfaltet wird. Ja, also eine Achtsamkeit, wenn man ein anderes Beispiel nehmen will, oder eine Sammlung wird nicht dadurch zur rechten Sammlung, wenn man das als Beispiel nimmt, weil man da besonders in irgendeinen Samadhi-Zustand weggetreten ist oder das rechte Mühen nicht, weil man sich am allerbesten niederringen kann oder die rechte Rede nicht, weil man da der allervorbildhafteste rechte Redner ist, sondern das Ganze wird effizient, wenn es zusammenzuarbeiten beginnt. Ne? Wenn wir die Sammlung immer wieder abstimmen mit der Ansicht zum Beispiel oder die Achtsamkeit immer wieder mit der Einstellung und so weiter. Ne? Dass wir am Schluss eben einen homogenen Übungsweg haben, wo alle Facetten sich gegenseitig unterstützen. Ja, sonst, was man ja leider immer wieder zu sehen bekommt in meditativen Kreisen, dass es fast so scheint, als ob es da Widersprüche gibt. Ne? In der rechten Achtsamkeit sollen wir zum Beispiel die Unbeständigkeit beobachten lernen oder uns mit Dukkha beschäftigen, und in der rechten Sammlung soll dann alles schön und friedlich und freudvoll sein, und für viele Menschen ist das dann verwirrend, oder manche Menschen haben dann vielleicht sogar das Gefühl, sie können oder müssen sich da jetzt für eins oder das andere entscheiden, und das Ganze kann eigentlich nicht passieren, wenn von vornherein klar ist, dass diese die Qualität, die eine Ansicht zur rechten Ansicht macht oder eine Achtsamkeit zur rechten Achtsamkeit, eben die ist, dass sie mit den anderen Pfadgliedern in Übereinstimmung ist und so, dass sie sich gegenseitig unterstützen können. Ist das nachvollziehbar?
Also für mich ist es sehr nachvollziehbar, wenn du sagst, nicht durch die Übersetzung komischerweise. Also ich habe es erst verstanden, nachdem du es jetzt erklärt hast. Das gemeinsam heißt, dass alle acht miteinander sozusagen wirken sollen. Das kommt für mich aus der Übersetzung, also das habe ich nicht begriffen. Dein Mikrofon ist abgeschaltet, Bande. Ich habe bisher, muss ich zugeben, da kein optimales, ist nicht furchtbar verschachtelt klingendes Wort gefunden, dass das alles unter einen Hut oder unter ein Wort bringt. Also, dass sie alle zusammenarbeiten, um zu einem bestimmten Punkt zu kommen, wenn jemand ein Wort einfällt, dann bitte melden. Ich habe dann eben in der Not, statt ein ganz kompliziertes Wort, das genau dazu passt, zu verwenden, mir mit diesem effizient beholfen, um eigentlich das zum Ausdruck zu bringen, ne? Dass es effizient ist, weil es mit den anderen zusammenarbeitet. Ist auch noch nicht, umfasst noch nicht die volle, Aussage, aber ist vielleicht schon ein bisschen näher dran als dieses nur rechte Ansicht, rechte Rede. Das klingt einfach nur so streng moralisch nach, die anderen machen es falsch, wir machen es richtig. Und die Gefahr daran ist eben, dass man vielleicht das Gefühl hat, gerade bei Sila kann das ja oft vorkommen, ne, dass man muss es immer noch besser machen, damit man es recht macht. Dass man schaut, wie es so schön heißt, in der Beschreibung von den Sila, wie sie den Edlen lieb sind, dass die Edlen Sila praktizieren, das Samadhi fördert, das zu Samadhi führt. Ne? Und das wäre ein viel wichtigeres Kriterium von unserem Sila. Ne? Nicht, dass ich mich über jeden kleinen Fehltritt habe ich mal irgendein Wort gesagt, das vielleicht nicht so perfekt war. Da könnte ich mich jetzt endlos beschweren bei mir selber. Oder ich könnte eben das Ganze mit einer flexiblen Weisheit so praktizieren, dass am Schluss möglichst viel Geistesruhe rauskommt, die ich ja brauche für meine Weisheitsentwicklung. Und Wäre dann ist zusammenwirkend, Entschuldigung, ja. wäre zusammenwirkend ein passendes Wort? Ja, Setzt das also aus? jetzt, wo wir es schon besprochen haben, macht das natürlich Sinn für uns, ne? Aber ich möchte nicht wissen, was jemand sagt, wenn man ihm sagt, der Buddha hat zusammenwirkende Achtsamkeit gelehrt. Aber ist ein guter Versuch. Zusammenwirkend, ja? Effizient zusammenwirkend. Oder vielleicht zielführend. Ja. Zielführend ist auch nicht schlecht. Das habe ich mir schon ein bisschen reserviert für Kusala. Da verwende ich das dann gerne. Statt auch diesem recht klischeebehafteten Heilsam für das Wort Kusala verwende ich da gerne zielführend. Aber es würde hier natürlich auch passen. Die beiden sind sich ja vielleicht auch in dem Sinne ähnlicher, als man vielleicht glaubt. Darf ich was sagen? Also zielführend hat da auch eine Menge zu tun mit auch den auf einen Punkt zu steuern. Deswegen Stimmt. finde ich das, und dieser Punkt ist ja das Erlöschen, wo die alle gemeinsam drin auch drauf zusteuern. Deswegen verstehe ich das schon mit das Effizient, da sehe ich auch schon das Zielführende mit drin. Ja, was bei effizient und zielführend noch ein bisschen fehlt, ist das Zusammenarbeiten, ne? Ja, Gemeinsam Teamwork. zielführend. Naja, aber drum ist es manchmal, wenn man das jetzt so besprochen hat und sich das merkt, dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, jetzt das eine perfekte Wort zu finden. Da kann man auch
von mir aus immer wieder rechte Ansicht sagen, aber man weiß ja, was damit gemeint ist. Das ist ja eigentlich viel wichtiger, als dass man sich jetzt verrückt macht auf der Suche nach dem wahren Wort. Es geht ja viel mehr darum zu verstehen, was hier, was man aus diesem Begriff lernen kann. Und wie die Esther vorher gerade ja auch schön bestätigt hat, bis man nicht drüber spricht oder es vielleicht erklärt bekommt, macht vielleicht auch ein jetzt geschickt gewähltes Wort von jemandem, der schon drüber nachgedacht hat, bringt es dann vielleicht auch wieder nicht. Na gut, aber das können wir ja mal geistig festhalten, uns merken, dass der Buddha hier von einem dynamisch in sich verwobenen Pfad spricht, der eben rechte Ansicht und rechte Einstellung bis hin zur rechten Sammlung eigentlich den ganzen Übungsweg in allen Lebenslagen abdeckt. Ich hätte noch eine Frage zu der Übersetzung da in der dritten edlen Wahrheit am Ende, das nicht mehr Ja. kleben. Ist das die Übersetzung von Patinissagu oder von Analayo? Nein. Ja, von Analayo. Aha, weil Patinissagu heißt doch wörtlich auch wegentkleben. Das hast du mal gesagt. Also dachte ich mir. Ja, Und ich was ist bei denn Patinissagu? Patinissagu habe ich hier mit dem sonst ja von mir üblicherweise verwendeten zerfallen lassen. Ach ja, davor. Ja, stimmt, genau. Na, Chago aufgeben, Patinissagu zerfallen lassen, Motti sich befreien und Analeo nicht mehr kleben. Ja. Danke. Ja. Also interessant, dass rein, weiß nicht, ob euch das überhaupt so interessiert, rein textlich, könnte man das so und so sehen, wenn du gerade von der dritten edlen Wahrheit sprichst. Zuerst steht Yotasa Yevetanhaya, eben jenes Verlangens, ne, im Genitiv. Und dann steht Asesa Viraga Niroda, restloses Aufhören durch Entleidenschaftlichung, habe ich hier übersetzt. Also habe ich Viraga Niroda verstanden als ein zusammengesetztes Wort, das man auflöst als Aufhören durch Entleidenschaftlichung. Ne? Und dann können wir alle Begriffe, die darauf folgen, auch als ein, jetzt einfach ausgedrückt, als ein Durchwort mit hineinnehmen. Also aufhören durch Entleidenschaftlichen, aufhören durch Aufgeben, aufhören durch Zerfallen lassen, durch sich befreien, durch nicht mehr kleben. Ja, rein theoretisch wäre es grammatikalisch auch möglich zu sagen, es ist eben jenes Verlangens restloses Aufhören durch Entleidenschaftlichung und jenes Verlangens aufgeben, jenes Verlangens zerfallen lassen, jenes Verlangens sich befreien, jenes Verlangens nicht mehr Arbeit macht. Rein textlich finde ich nicht so Sinn. Also ob das jetzt das Aufhören, ob das beschreibt, wodurch das Verlangen aufgehört hat, oder ob es beschreibt, was mit dem Verlangen da direkt passiert. Ist eine Kleinigkeit, vielleicht gar nicht so wichtig für euch. So, dann lesen wir doch mal weiter hier bei 5.1, wenn es nicht noch Fragen gibt. Das ist die edle Wahrheit über Dukkha.
Bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Diese edle Wahrheit über Dukkha sollte durchdrungen werden. Bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Diese edle Wahrheit über Dukkha ist durchdrungen worden. Bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Ja, danke mal hier an der Stelle. Haben wir jetzt bei der ersten edlen Wahrheit, und das wird dann bei den anderen edlen Wahrheiten auch so sein, jeweils drei Aspekte. Und der Buddha verkündet jetzt hier seinen Asketen, Kollegen, dass er die erste edle Wahrheit verstanden hat, dass ihm bei der ersten edlen Wahrheit ein Licht aufgegangen ist. Und zusätzlich dazu, was ja schon bewundernswert genug ist, zusätzlich dazu hat er auch verstanden, was jetzt mit dieser ersten edlen Wahrheit anliegt, was da gemacht, was da erreicht werden soll. Ne? Eine Agenda bezüglich der ersten edlen Wahrheit über Dukkha. Ne? Also dieses Dukkha, dass die erste edle Wahrheit beschreibt, das soll durchdrungen werden. Das ist, finde ich, ein durchaus bemerkenswerter, ein bemerkenswertes Detail. Normalerweise würden wir uns vielleicht denken, ja, Dukkha soll man ja loswerden. Dukkha ist das, was ich nicht haben will. Dukkha soll vernichtet werden. Und hier ist das Erste, was der Buddha aber sagt, wie wir uns Dukkha gegenüber verhalten sollen, dass wir es durchdringen, dass wir es begreifen und verstehen sollen. Und in seinem Fall ist er in der glücklichen Lage, auch behaupten zu können, dass er dieses Dukkha tatsächlich durchdrungen hat. Ist nachvollziehbar? Auch was das für Ja. uns und für unsere ganze Praxisausrichtung bedeutet, ne, dass wir das, was wir mit Dukkha machen sollen, ist es verstehen. Also das, was der Buddha hier vorher als die Definition von Dukkha aufgeführt hat, ne, Alter, Krankheit, Tod und so weiter, zusammengefasst. Fünf Daseinsfacetten, fünf Erlebensfacetten, fünf Khandhas mit aufgreifen, das ist Dukkha. Und das ist das, was verstanden werden muss, dass das Dukkha ist. Ja, es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir verstehen, was Dukkha eigentlich wirklich ist. Ja, die meisten Menschen, wenn man die so von der Straße wegfängt und sie fragen würde, ja, sag mal, was ist denn Dukkha? Also, würden Sie vielleicht denken, Dukkha, was verstehe ich gar nicht. Aber wenn man Sie fragen würde, was ist denn Leiden, was ist das, was ist dein Existenzproblem, würden Sie vielleicht mit allen möglichen Erklärungen aufwarten, aber nicht mit der, die der Buddha hier uns zeigt. Ja, und dass es von existenzieller Bedeutung ist, Dukkha überhaupt zu verstehen, ist, denke ich, in unseren vorangehenden Besprechungen schon immer wieder klar geworden. Weil wir eben, also ein fast schon bizarres Problem haben, da anfangen, auf dem Weg zur Dukkha-Freiheit, auf der Suche nach Dukkha-Freiheit, mit einer ganz falschen Vorstellung, was dieses Problem überhaupt ist. Das heißt, im Üben des Dhamma wird uns überhaupt erst
allmählich bewusst durch wachsende Klarheit und wachsende Weisheit, was unser Problem tatsächlich ist. Das drückt es hier eben aus, ne? Dass dieses Dukkha, diese erste edle Wahrheit, durchdrungen werden sollte. Ja, dann schauen wir uns doch die nächste edle Wahrheit an in dreifacher Ausführung. Bitte weiterlesen, wenn du möchtest. Das ist die edle Wahrheit über Dukkha-Entstehung. Bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Diese edle Wahrheit über Dukkha-Entstehung sollte aufgegeben werden. Bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Diese edle Wahrheit über Dukkha-Entstehung ist aufgegeben worden. Bei diesen früher nicht gehörten Sachverhalten ging ein Auge auf, entstand Einsicht, entstand Begreifen, entstand Wissen, entstand Erhellung. Ja, danke fürs Vorlesen. Hier ist jetzt natürlich das nicht misszuverstehen, nicht die edle Wahrheit als Konzept ist aufzugeben, sondern das, was sie beschreibt, ne? Und zwar das Verlangen, von das wir ja vorher gerade der zweiten edlen Wahrheit erklärt bekommen haben. Also die Wirklichkeit der Dukkha-Entstehung, die des Verlangens, die uns ja immer wieder ins Aufgreifen der fünf Khandhas hineintreibt, die sollte aufgegeben werden. Und von der behauptet der Buddha hier ganz zu Recht, dass sie bei ihm aufgegeben wurde und dass er sich dessen eben auch bewusst war. Darf ich was fragen? Ja, bitte. Wäre das auch noch eine tragbare Übersetzung, wenn man sagt, diese edle Wahrheit der Dukkha-Entstehung ist aufgegeben worden? Ja, wäre auch möglich. Meinst du, würde das dann besser Also ausdrücken? für mich wäre es klarer, weil die edle Wahrheit aufgeben, da stolper ich immer drüber, weil Ja. wieso soll er die Wahrheit aufgeben? Ja, naja, die Wahrheit ist ja im Prinzip das Anha, wenn man so möchte. Ist halt hier einfach, also ist, denke ich, offensichtlich, was damit gemeint ist, so oder so. Aber wenn für dich die Formulierung so besser ist, dann ist das natürlich auch möglich und nachvollziehbar. Oder wenn man überhaupt das weglässt und nur sagen würde, diese edle Wahrheit Dukkha-Entstehung ist aufgegeben worden. Wäre eigentlich am wörtlichsten. Weil das beides im gleichen Fall steht, ne? Für die Pali-Füchse und Füchsinnen. Anidang, Dukkha, Samudayang, Ariya, Satchang. Das ist alles im Nominativ. Ich habe noch eine Frage oder eine Anmerkung. Er sagt ja erst immer zu der jeweiligen edlen Wahrheit und dann das, was getan werden sollte oder wie damit verfahren werden sollte. Und dann, dass er, wie er damit verfahren ist. Und im Prinzip ist das eine doch quasi der Weg und das andere dann das Resultat. Also dann steht eben noch entstand Erhellung, aber eigentlich ist es im dritten Schritt ja schon nicht nur Erhellung, sondern wirklich auch
komplette Erleuchtung. Das ist ja der Weg zu Nirvana. Also, dass er dann quasi da nicht noch weiter steigert. Ach so, Das ja. ist so, was mir gerade noch dabei auffällt, weil der dritte Schritt ist ja immer schon die Erreichung, die vollkommene Erreichung beim Tathagata. Ja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt diese drei Aspekte immer so gegeneinander aufstellen muss, weil im ersten das ja eigentlich auch schon drinsteckt, ne? Weil eben, das sind ja alles früher nicht gehörte Sachverhalte. Das heißt, die konnte er ja auch nur selber entdecken. Und in seiner Entdeckung hat es sicher keinen zeitlich unterscheidbaren Verlauf gegeben von einer zur nächsten. Aber das soll hier, denke ich, einfach nur immer wieder ausdrücken, dass er das eben verstanden hat. Und wie das zusammenhängt mit seinem mit seiner Sicherheit oder mit seinem Verkünden des vollständigen Erwachens, das hören wir dann auch noch weiter unten im Text. Ja, da heißt es ja dann, solange die nicht diese 3x4 ist 12 Aspekte nicht so verstanden hat, konnte er auch nicht legitimerweise seine Buddhaschaft verkünden. Aber das Ganze und noch viel mehr gibt es dann wieder ab übernächster Woche. Die nochmal zur Erinnerung, nächste Woche bin ich im Buddha-Haus, da können wir leider keine Zoom-Abende machen. Aber übernächste Woche geht es dann weiter. Bis dahin, alles Gute, bis bald oder bis dann.